Wir waren am 2.4.2022 im Maritim Hotel in Düsseldorf. Da fand dieses Jahr die NFC 8 statt. Ich hatte bei der NFC 8 den Hauptkampf und es ging um den Titel gegen Jano Ehrens. Gegen ihn habe ich letztes Jahr schon gekämpft gehabt. Ich weiß nicht mehr genau wann, es müsste gegen August gewesen sein. Und da habe ich den Kampf knapp durch Punkte verloren, wobei viele gesagt haben, nee, du hast ihn eigentlich gewonnen. Andere haben gesagt, nee, er hat ihn gewonnen. Es war so ein kontroverseres Duell einfach. Und der Tag hat auf jeden Fall damit angefangen, dass wir ganz, ganz früh ins Auto gestiegen sind, in unseren neuen Sitzer mit allen Kämpfern zusammen und Betreuern und sind losgefahren nach Düsseldorf. Direkt angekommen, haben wir uns auch schon unsere Suits angezogen, also unsere Schwitzanzüge, oben drüber im Pulli, einfach, dass es uns warm ist, und haben dann ein kleines Workout im Schwimmbad gemacht. Die Luft dort war einfach perfekt, war richtig warm im Schwimmbad, schön stickige Luft, dann regt es den Körper schnell an zu schwitzen, und so haben wir circa 6 Runden Pratzentraining gemacht mit Seilspringen und sowas. Zudem haben noch 3 weitere Leute gekämpft in unserem Team. Die haben auch alle mit Gewicht gemacht. Das war zum einen Emilio, unser Halbschwergewicht. Der hat einen Kampf bestritten. Dann hatten wir noch auf dem Plan Ali. Der hat einen Tag vorher bei den Amateuren kämpfen müssen, also am Freitag. Dort den Hauptkampf bestritten. Auch ein sehr, sehr interessantes Duell. Zum guter Letzt noch der Jonathan. Der hat auch noch gekämpft. Und ja, das waren die Kämpfe, die auf dem Plan standen für das Wochenende. An dem Tag war es dann so, dass die Jungs relativ früh gekämpft haben, beziehungsweise Freitag hat Ali schon gekämpft gehabt, der hat eine souveräne Leistung gezeigt, hat über die Punkte gewonnen. Treffer bestraft, auch mal mit härteren Treffern bestraft, hier von Isaiah, wir sehen es. Ja, die Dinger sind ordentlich hart. Ja. Sieger, und das nach Punkten aus der blauen Ecke, Ali Isaiah. Am nächsten Tag hat zu Beginn Jonathan gekämpft. Jonathan hat eine super Performance hingelegt, hatte sofort den ersten Kampf, hat gute Treffer gelandet, super Grappling und hat dann durch Submission am Ende gewonnen. Aus der roten Ecke, Jonathan Berndt! Anschließend hat noch der Emilio gekämpft, auch eine schöne Performance hingelegt, hier und da ein paar Feinschliffe, die er auch selber eingesehen hat oder auch selber nicht so gut fand. Aber souverän auch gewonnen gegen einen starken Gegner. Emilio Richard! Das hat man bisher noch nicht gesehen. Schönes Knie. Sieger nach Punkten aus der roten Ecke, Emilio Kisua. Und dann stand nur noch mein Kampf aus. Und in meiner Ringecke war wie immer Peter, also seit Tag 1 würde ich eigentlich sagen, bei meinem ersten Amateurkampf damals schon war er immer dabei. Wir sind mittlerweile schon so eingespielt, der weiß ganz genau, wie ich mich verhalte, wie ich bin, wann er mich pushen muss, wann er was sagen muss. Und das ist eigentlich schon alles eingespielt, da kann ich gar nichts bemängeln, das ist einfach immer super. Neu in meiner Ecke hatte ich Arthur, mit dem ich seit ungefähr 8 Monaten mein Boxtraining gestalte. Aber der auch mich mental sehr, sehr viel coacht, vorbereitet. Das ist einfach ein super Mix. Und ich finde auch dank ihm habe ich eine ganz, ganz neue Sicht auf das ganze Kampfgeschehen bekommen, was super ist. Und natürlich hatten wir auch noch Jona dabei, der immer zu erwähnen, also den muss man immer erwähnen, einfach ein richtig witziger Typ. Den hat man gern um sich, wenn man Gewicht macht, weil das einfach so ein ekliger Prozess ist. Und einfach nur, wenn er neben mir stand, war irgendwie was Witziges in diesem Raum und hat richtig geholfen. An dem Abend auf jeden Fall ist man halt die ganze Zeit eigentlich im Hotelzimmer. Man entspannt die meiste Zeit, einfach man wartet ein bisschen. Das ist schon so ein bisschen erdrückendes Gefühl, weil man will, dass es losgeht. Gleichzeitig will man aber gar nicht raus. Also da ist immer noch dieses Fight-or-Flight-System im Kopf aktiv. Und ja, dann waren wir halt irgendwann ziemlich schnell im Aufwärmraum. Und sobald man eigentlich in diesem Raum ist, finde ich immer, ist wie jemand, also jemand, die Zeit beschleunigt hätte. Die Zeit geht auf einmal richtig, richtig schnell. So, du machst ein paar Schläge, auf einmal heißt schon, hey, der Kampf vor dir ist schon fertig, dann machst du noch mal 1-2 Schläge und auf einmal bist du schon auf dem Weg Richtung Cage. Und ich muss sagen, diesmal habe ich mich wirklich viel, viel angespannter gefühlt. Viel angespannter als sonst. Und da habe ich so eine Weisheit früher von Alan immer mitbekommen, wo ich früher mit dem nicht trainiert habe, also Alan Omar.
Und ich habe immer gesagt, hey, das ist jedes Mal wie etwas Erdrückendes für mich, wenn ich rauslaufe. Also es ist wie, als ob ich gleich keine Luft bekomme, ich ersticke gleich. Und er hat gesagt, hey, er sieht das immer so als Welle. Das ist so eine riesige Welle, die stürmt gerade auf eine Stadt zu. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt dich einfach wegreißen von der Welle und stirbst, das ist, wenn du dagegen ankämpfst, oder du versuchst einfach auf dieser Welle zu surfen und zu sagen, hey, ich kann das jetzt sowieso nicht verhindern, das kommt jetzt alles gleich so, wie es kommen muss. Also, lass ich einfach mitnehmen. Und ich finde, das ist immer so ein geiler Gedanke und das versuche ich mir immer im Kopf abzurufen und dann läuft es immer so. Es ist wirklich wie so ein Riesendruck auf dir, der lastet, aber du bist ganz, ganz oben drauf und surfst diesen Druck und es gibt dir so ein angenehmeres Gefühl einfach. Und so sind wir halt runtergelaufen und standen dann auch irgendwie ewig an diesem Backstage-Bereich. Und das ist sowieso dann immer das Ekligste, wenn du eigentlich kurz vorm Käfig bist, aber du musst noch irgendwie warten, weil noch irgendwelche Werbespots eingeblendet werden oder dergleichen. Und das war nicht so ein schönes Gefühl, aber einfach ausblenden und dann ging es auch schon mit der Musik los, eingelaufen. Und ab dem Moment ist man eigentlich nur noch im Flow. Zu jeder Zeit in Richtung eines Finishes zu führen. Jetzt. Ja, unter anderem in Stockholm. Und trifft er jetzt hier mit der Linken, schickt ihn zu Boden. Riesenchance jetzt hier für Özyeğin, den Sack zuzumachen. Da viele, die aus ganz Deutschland dorthin reisen, um sich vorzubereiten. Da gibt es nicht viel Training. Neue NFC-Champion in Federgewicht. Mehr was viele da nicht wissen, wir werden direkt nach dem Kampf nochmal gecheckt von Ärzten. Die haben sich nochmal alles angeschaut, die Ärzte von NFC. Ich hatte einen kleinen Cut, der musste zugenäht werden. An sich wurde ich abgetastet, mein Wohlbefinden, meine Augen wurden geleuchtet. Nachdem ich genäht wurde und meine Unterschrift runtergesetzt habe, sind wir erstmal Richtung Lobby gegangen, beziehungsweise wir wollten erstmal hoch auf die Zimmer gehen. Und dann haben wir dort gesagt, als wir unten alle gesehen haben, haben wir gesagt, hey komm, gehen wir erstmal runter, sagen wir erstmal nochmal Dankeschön, weil für mich ist es wichtig, den Leuten zu zeigen, dass ich mich bedanke dafür, dass sie extra kommen und sich das anschauen. Someone at the door, John, now I'm here to stay. Tell me who the fuck gonna face the music, more brick laying that screen time. Been cutting back on the daily usage. Long road for the road dogs, for the wind miles from a soapbox. Got BKTs on this bitch, so everybody getting rolled on, yeah. Yeah, everybody getting rolled on. Check artist credits on BMI, I'm just too kind to expose y'all. And I see a team with a ghost sign. Alle waren so stolz, es war einfach zu 100% ein geiler Abend. Einfach alles hat gepasst. So, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ich danke den Support von allen für den Kampf auch. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, ich bin gar nicht mehr hinterhergekommen, die alle zu beantworten. Auf jeden Fall danke, dass ihr an mich gedacht habt. Danke, dass ihr an mich geglaubt habt, auch wenn ich selber zum Teil nicht getan habe. Ist auf jeden Fall immer cool, solche Leute hinter sich zu haben. Und ich hoffe, ihr abonniert den Kanal. Und bleibt dran, hier werden öfter so coole Videos jetzt gepostet und wir sehen uns. Ciao.